Marco ist ja noch nie als Erster durchs Ziel galoppiert. Er war aber auch noch nie schlechter als Zweiter. Er hat zwar den einen Sieg zweierlich, hat er ja nur, weil er als Pferd, das gewonnen hat, disqualifiziert wurde. Wenn wir natürlich im Derby Zweiter sind, wäre es natürlich großer Erfolg. Allerdings bitte nicht mit Nase, weil das muss nicht sein. Das so knapp zu verlieren, ist so bitter in so einem Rennen. Der El Loco innen wehrt sich, Baroncello gibt sich nicht geschlagen. El Loco mit Parthenius an der Außenseite, der versucht alles, aber El Loco, der legt zu. El Loco vor Parthenius mit einer letzten Attacke. Parthenius, El Loco an der Innenseite gegen Parthenius. El Loco, Parthenius, El Loco gewinnt, glaube ich, minimal vor Parthenius. Wenn man mit Nase ein Rennen verliert, das ist einfach Pech. Das ist, ich sage mal, wie im Fußball, im Elfmeterschießen. In dem Moment, welches Pferd gerade den Kopf ein Stück weiter vorne hat, gerade der hat ja so einen großen Kopf, also fast wie ein Warnblüter, der El Loco. Bei El Loco habe ich das eigentlich schon zweijährig gesehen, als er da knapp geschlagen war im Ratibor-Rennen, da hatte ich schon gedacht, dass er ein Pferd ist, was dreijährig in der Richtung Derby geht. Bei El Loco bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, dass ob 2-4 für ihn die Idealdistanz ist. Glaube ich eher nicht, aber er hat genügend Klasse, er ist ein gutes Pferd, sodass er auch einmal über 2400 Meter kommen kann. Ich sage mal, Zweiter, ich habe nichts dagegen, Zweiter zu werden, aber bitte nicht mit Nase oder Kopf im Derby. Nee.